Amram dachte ich, das wäre eine schöne türkische Hochzeit, weil gefällt. Du hast heute Geburtstag, gell? Jetzt lass mich mal raten, ob ich deinen Namen noch zusammenbringe. Almara, stimmt es? Alara! Alara! Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag! Nicht, wie alt wirst du denn? 12 Jahre wirst du schon! Wow! Na, dann gibst mal einen Applaus hier! Ja, würdest du mal sagen, oder? Sehr schön. So, ihr seht schon, ich habe einen Haufen lustige Sachen mitgebracht. Ich werde jetzt ein paar Zauberkunststücke vorführen. Und ich habe ein Zauberkunststück und ich habe 10 Zauberexperimente. Wisst ihr den Unterschied? Also, ich erkläre euch mal. Ein Zauberkunststück, das funktioniert immer. Ein Experiment muss gar nicht wirklich funktionieren, darum ist ein Experiment. Nee, war natürlich Quatsch. Ich stelle mir jetzt einfach mal ganz kurz vor. Für alle diejenigen, die noch nicht wissen, wer da vor euch steht, ich bin der Menschengrube und ich bin Deutschlands bester Zauberkünstler. Das war ja ganz woanders. Ich bin gar nicht der beste Zauberkünstler, sondern Deutschlands bester Zauberkünstler. Der hat irgendwann einmal gesagt, wir brauchen einen Nachwuchs. Und seitdem befinde ich mich hier auf den Bühnen, die die Welt bedeuten. Die Bühne haben wir weggelassen. Ja, wer hat von euch schon mal einen Zauberer gesehen? Du hast schon mal gesehen. Du auch schon. Jetzt erzähl mal. Dann wisst ihr bestimmt sicher alle, was so ein Zauberkünstler alles braucht. Was hat ein Zauberer alles? Was für ein Ding? Ganz hochklettern. Ah. Wer ist denn das? Das ist ja nicht schlecht. Was hat er denn noch? Einen Zauberstab. Einen Zauberstab. Habe ich viele zur Auswahl dabei. Ich habe einen schwarzen, ich habe noch einen schwarzen, ich habe einen roten Ochsen. Ivana. Da sind gleich viele ineinander. Und einen grünen, weil es ist ja auch Ostern und da ist ja alles ein bisschen bunter. So, was hat dein Zauberer noch? Gefakte Sachen. Was? Gefakte Sachen gibt es gar nicht. Das ist klar. Ich habe keine gefakten Sachen, die habe ich zu Hause gelassen. Also, jetzt weiß ich ja nicht, wer weiß von euch überhaupt, wie man Zauberer wird. Na, erzähl mal. Also, ich sag's euch, wenn man Zauberer werden will, muss man dazu geboren sein. Ja, weil wenn man nicht geboren ist, kann man den ganzen Spaß hier nicht machen. So, aber egal, genug gelabert, ihr merkt schon, ich bin furchtbar aufgeregt, weil ich hatte nämlich noch nie so viele Kinder vor mir. Ich habe erst einmal gezaubert und es waren dann 2 Kinder und die waren nicht lange da. Aber egal, ich habe wirklich gedacht, ich zeige jetzt wunderschöne, lustige Sachen. Wie alt seid ihr denn so im Schnitt? 12. 5, 3, 7. Querbeet alles. Nee, ich würde das brauchen jetzt nicht nach dem Alter. Okay. Ja, also ihr wisst ja schon ungefähr, was ein Zauberer so braucht. Wer von euch hat schon mal selber gezaubert? Du. Wunderbar. So, was habt ihr da so gezaubert? Münze von einer Hand in die andere. Eine Münze von einer Hand in die andere. Und wieder zurück. Super. Was hast du gezaubert? Ich habe ein Kartenspiel genommen und dann habe ich es von der Packung weggezaubert. Boah! Habt ihr das schon mal gesehen? Du hast einfach die Karten weggezaubert. Ja. Wahnsinn. Und du hast auch schon mal gezaubert? Noch nicht? Dann werde ich dir heute Zauber beibringen, okay? Ist es was? Willst du noch einmal zaubern? Ja? Okay. Jetzt machen wir natürlich noch eine ganz lustige Regel, damit ich weiß, ob euch der ganze Spaß hier gefällt oder nicht, was ich mache. Machen wir das ganz einfach. Wenn euch ein Kunststück gefällt, dann nehmt ihr die linke Hand und dann nehmt ihr die rechte Hand und dann haut ihr das so ein bisschen so zusammen, so ganz schnell. Jetzt nehmen wir im Fachkreis einen Applaus. Das probieren wir jetzt bei 3, 1, 2, 3 und... Das ist schön. Das ist klar. Und da dürft ihr dann nicht mehr mit aufhören. Bis die Finger wieder unten. So, also.